Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World. Dexter Order momentan auf unserer Scheißmission. Und ja, keine Sorge für alle neuen Zuschauer, es ist eine Scheißmission. Es ist eine Scheißmission. Es ist nicht scheiße, es ist einfach nur eine Scheißmission. Und ich sehe gerade zum ersten Mal, dass das ein Portalzeichen ist. Cool. Dann links neben Bildraumern. Und wir müssen dafür, ich habe vergessen wohin. Absoluter Nullpunkt. Da muss irgendwo eine Toilette sein. Ich weiß nicht wo, deswegen. Wir reisen einfach mal hin und gucken mal. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwo eine Toilette ist. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Du bist es nicht, den wir suchen. Oh, es ist Schlafenszeit. Verdammt. Einmal am Tag muss ich ins Dimensionsviertel gehen. Das heißt, nach dieser Aufnahme bzw. nach dieser Folge werde ich ins Dimensionsviertel gehen. Und da ein paar Stunden lang unseres Lebens erhöhen. Zack, Fleisch. So. Die Toilette muss ja quasi dann im anderen Bereich sein, ne? Könnte zwar auch ins Hinterland reisen, wäre dann aber mitten im Palast. Und das. Ich glaube, das ist ein bisschen weiter. Aber wobei. Ja, kommt drauf an, wo die Toilette steht. Ich weiß nicht mal, dass da eine Toilette ist. Aber ganz ehrlich, ab diesem Zeitpunkt hat man mittlerweile Megas. Also, hier läuft keiner mehr mit einem Ultra durch die Gegend und deswegen ist eine Toilette hier ziemlich sinnlos. Aber gut, vielleicht haben sie für diese Quest einfach nur die Toilette hingepackt oder vielleicht dachten sie sich, da kommt irgendwer mit einem Champion-Digimon an, das Klo gehen muss. Ich weiß es nicht. Ah, guck mal, das große Meramon werden wir auf jeden Fall besiegen. Oder Eismeramon. Ach, da ist die Toilette. Wir gehen zuerst zum Meramon. Komm her! Krache ist süß. Hallo. Oh, er hat Angst vor mir. Zu Recht. Oh, 32, wie süß. Der hat mich damals mal so fürchterlich platt gemacht. Und guck dir jetzt an. Der hat mich gewone-hitted. Jetzt habe ich dir einen One-Hit zurückgegeben. Ja gut, vielleicht nicht einen One-Hit. 15.000 und ein TP-Chip. Nice. Leider brauche ich kein TP mehr. Er ist verschwunden. So. Welch glückliche Fügung. Letzte Nacht träumte ich, wir würden uns wiedersehen. Das sind nicht die Geheimparolen, die ich mit Scuffled ausgemacht habe. Doch? Du hast Scuffleds Nachricht überbracht. Meine Güte! Er hat mir wahrlich etwas Wichtiges anvertraut. Weil sie weiblich ist, hat sie Augen, nee, hat sie Wimpern. Lol. Das. Die haben die Platinum immer einfach Wimpern gegeben, damit er halt aussieht, als wäre er weiblich oder was. Das hat Scuffled dir gesagt? Ich verstehe. Ich habe allein hier große Probleme verursacht. Dieser Ort ist gewissermaßen verlassen. Nun muss ich das Geheimnis der Krone überbringen, ohne dass Corellius oder Diarius davon erfahren. Hä? Oh, Diarius ist ein Platinium-Sukamon und erteilt Corellius Befehle. Er führt die Sukamon an und ist ein heimtückisches Scheusal. Er verabscheut Scuffled. Bitte sei vorsichtig. Diarius missbraucht die Elitetruppe des Königs für seine Zwecke und besitzt daher unermessliche Macht. Diarius ist ein eingebildeter Narr. Wenn du seinen Namen bei der Ex Machina rufst, wird er sich schon bemerkbar machen. Lebe wohl, ich muss meine Pflicht erfüllen. Oh, kein Kampf. Gute Arbeit mit der Toilette in absoluter Nullpunkt. Dein letztes Ziel ist die Westküste. In Defect Ex Machina. Okay. Wo war da nochmal die Toilette? Okay, gather up. Nein, ich könnte jetzt quasi auch zurücklaufen, aber ganz ehrlich, Leute. Nee. So, entweder ist es im Hinterland oder vorne, aber ich glaube, die Toilette ist immer am Anfang, ne? Gucken wir mal. So, Toilette. Achso, ich stehe neben der Toilette, aber die Dinger sind zu groß.
Darius! Oh, ist er groß. Hey, du wagst es, meinen Namen auszusprechen? Was, der Kleine ist Darius? Ich dachte, der Große. Lol. Ich habe dich erwartet. Ha! Sieh dir nur meine Truppe an. Sie werden dich leiden lassen. Du wagst es, Widerstand zu leisten? Gut, vom verdammten Retter hätte ich nichts anderes erwartet. Mach doch, was du willst. Du glaubst nicht wirklich, der Elite des Königs das Wasser reichen zu können, oder? Ach, Darius kämpft selber nicht. Was denn da? Kein Wunder, dass der nicht so groß ist. So. Wollen wir mal sehen, was ihr jetzt machen wollt. Den Großen machen wir mal zum Schluss, dann passt das schon. Ja, guckt euch an, wie sie da hinschmelzen. So, da haben wir gleich unsere Ulti für den Großen. Das ist perfekt. Nicht sterben. Jetzt kannst du sterben. Ich habe immer noch nicht. So. Jetzt ist er schon fast tot. Mann. Egal. Also ich muss sagen, die ersten Dominion-Kämpfe waren weitaus schwieriger als das hier. Hey, du bist ein würdiger Gegner. Retter, ganz wie ich es erwartet habe. Wenn du wirklich keine Furcht kennst, dann komm in den Raum des Königs. So. Du bist mit allen Toiletten fertig. Großartige Arbeit. Jetzt musst du nur noch zu King Zuckermons Gemach reisen und es zu Ende bringen. Ich gebe zu, dass ich etwas nervös bin, aber dies ist der Weg, auf den uns die natürlichen Mächte geführt haben. Na gut, dann gehen wir mal. Der ist ja hier um die Ecke, von daher müssen wir da nicht hinreisen. Können wir auch gar nicht. Na, ihr Kleinen. Ich bin das mächtigste Wesen, Freunde. Jeder hat Angst vor mir. Ist das schön. Oh, Mann. So, mal gucken. Ich frage mich, ob wir gegen den King Zuckermann kämpfen. Fände ich schon irgendwo cool, muss ich sagen. Wäre mal ein neues Digimon, gegen das wir kämpfen können. Und mir wurde auch gesagt, dass es noch Digimon gibt, die in die Stadt möchten. Ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Deus Ex-Aufgaben da zu Ende machen. Wir haben ja noch diese komische Aufgabe mit dieser Trainer-Tussi. Müssten wir eigentlich auch hinkriegen, ne? Gehen wir dann im Anschluss nach dieser Questreihe hin. Dass wir die mal erledigen. Ich meine, da müssen wir richtig viel machen, aber egal. So, wo ist der Eingang? Okay, der hat auch Angst vor mir. Ich wollte schon sagen. Die einzigen, die keine Angst haben vor mir, sind in der Serverwüste. Im nördlichen Teil. Beim Turm. Die laufen immer noch auf mich zu. Die Bekloppten. So. Hier sind die Argumons. Ich will nichts von dir. Hau ab. So, geht doch. Der war doch hier in der Ecke, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ich war ein einziges Mal hier. Ja, da geht's weiter. Majestät, Majestät! Ein liederlicher Eindringling. Liederlich? Gebt mir mal eine Sekunde. Liederlich. Liederlich. So, dass jemand oder etwas sehr unordentlich ist. Klar, sagen die Scheißhaufen, die im Müll leben. Ist okay.
Was soll das? Du wagst es, diesen heiligen Boden ohne ein Geschenk zu betreten? Also du hast dem König den Fossilhaufen überreicht. Oh, ein Fossilhaufen, nicht wahr? Meine Güte, was für ein herrliches Geschenk. Majestät, so warte bitte einen Moment. Dieser Dummkopf sollte nicht... warum soll jeder sein Geschäft draußen erledigen? Warum geht es in diesem Prophezeiungsdings eigentlich? Wir fragen das hier. Dieses eine Mal will ich dich mit einer Erklärung beehren. Der Stein der Weissagung war tief vergraben. Wir haben ihn in unserer heiligen Entwässerung entdeckt. Ich muss das kurz entziffern und dann kann ich euch sagen, was die eigentlich sagen wollten. Über 5 Milliarden Jahre alt sein. Dann muss er über 5 Milliarden Jahre alt sein. So, anstatt er sollte da ein Dann sein. Majestät, du musst dich nicht zu solch niederen Pack herablassen. Hüte deine Zunge, Diarios. Geschenke verdienen angemessenen Dank und so zeige ich mich erkenntlich. Auf dem Stein stand geschrieben, ihr werdet zugrunde gehen, sucht das Reich des Außenklos und ihr sollt leben. Bei einem Sieg hat der König des Sukkomon seine Krone den Platinruhm zu geben. Die Krone soll diese Inschrift tragen. Du siehst, es ist eine schreckliche Prophezeiung. Was soll ich nur tun? Ich kann unsere Sippe doch nicht aussterben lassen. Wir erstreben das Reich des Außenklos? Und wenn schon, dann muss halt jeder sein Geschäft draußen verrichten, mehr nicht. Wie lautet die Inschrift auf der Krone? Diese Krone hat mich zum König gemacht, davor war ich nur ein normales Sukkomon. Ich kann die Inschrift jedoch nicht lesen. Wir haben einen Experten geholt, aber auch er konnte sie nicht entziffern. Doch dank des Steins wissen wir, bei einem Sieg hat der König der Sukkomon seine Krone dem Platinrum zu geben. Du verstehst also, dass die Krone uns einen einzigen Ausweg geboten hat, unseren einzigen Hoffnungsschimmer. Majestät, dieses Scheusal hat unsere ganze Armee vernichtet und wir dürfen ihm auf keinen Fall vertrauen. Was? Diese Person hat meine Armee geschlagen? Ja, Majestät, diese Person ist der Retter der Welt und hat zwei Partner von eindrucksvoller Kraft bei sich, die Dämonen und auch Götter erzittern lassen können. Was? Sie sind also hier, um uns zu vernichten? Dann stecken wir ja ganz schön in Schlamassel. So ist es, ich fürchte auch, dass uns selbst unsere ganze Armee nicht helfen könnte. Und es bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Krone dem Platinruhm zu übergeben. Majestät, bitte wartet einen Moment. Scuffled? Ich dachte, du wärst schon unter der Erde. Hinfort, du wagst es, diesen heiligen Boden zu betreten? Die Vernichtung der Sukkomon ist eine haltlose Lüge. Kuariel kann es bezeugen. Die Wahrheit soll ans Licht kommen. Schweig, vergiss nicht, wer du bist, Scuffled. Du bist ein Sukkomon von niedrigem Rang. Hinfort mit deinen schrecklichen Scherzen. Ich werde mich nicht zum Schweigen bringen lassen, Diarios. Du warst es, der die Aufregung um den Stein verursacht hat. Es war ein ruchloser Plan, um die Krone zu stehlen. Dieser Abschaum hat alles gestanden. Aha, vergib mir da, Diarios. Corellius, du Narr. Die falsche Prophezeiung brachte den Sukkomon und Numemon Chaos und hetzte uns gegen Retter und Vollstrecker auf. Du hast uns an den Rand der Vernichtung getrieben, nur um die Krone an dich zu reißen. Zeige etwas Respekt, Scuffled. Die Worte auf dem Stein der Weissagung sind nur für den König allein bestimmt. Corellius selbst hat gestanden, dass du, Diarios, den Stein gefälscht hast. Ha! Und was beweist das? Nichts. Du glaubst, du kannst mich mit deinen verschlagenen Worten niederringen? Deine Taten sind nichts als Hochverrat. Vernichtet dieses Monster! Vernichtet ihn! Du hast dem König den Steinsplitter überreicht. Was soll dieser Steinsplitter bedeuten? Er kommt mir bekannt vor. Wo hast du den gefunden? Aha, er passt perfekt in die Lücke im Stein. Du erklärst, dass Modorius das Stück gefunden hat, nachdem Corellius der Stein heruntergefallen ist. Dein böses Tun soll bestraft werden. Du wagst es, dich ein Sukkomon zu nennen. Mach dich auf was gefasst. Verflucht seist du, Scuffled. Nun kann ich deiner bösen Schreckensschaft endlich ein Ende bereiten für meine gefallenen Kameraden. Extremer Kothaufen tot. Hulala!
Lalalala. Ich bin beeindruckt, Scuffled. Ich wusste nicht, dass du auch diesen Move beherrschst. Moment, das bedeutet, dass du der Platinruhm bist. Leider nicht, Majestät. Der Platinruhm wurde von Diarius erfunden, um die Krone zu stehlen. Bist du ganz sicher? Das bin ich. Die Inschrift auf der Krone weicht von der auf dem Stein der Weissagung ab. Diarius wusste, dass die Worte auf der Krone nie entziffert werden waren. Daher nutzte er das zu seinem Vorteil. Es hat sich herausgestellt, dass Nummelfluss auf der weiten Hochebene ein Experte in alten digitalen Sprachen ist. Als der Krieg ausbrach, löste er das Rätsel um die Inschrift der Krone. Als Numemon war er aber nicht in der Lage, seine Majestät die Bedeutung der Worte zu übermitteln. Um alles in der Welt, warum nicht? Weil die Inschrift nun... Sie ist nicht besonders schmeichelhaft. Das ist mir egal, verrate mir sofort ihre Bedeutung. Wie seine Majestät wünscht. Quariel, würdest du bitte vorlesen, was Nummelfluss dir anvertraut hat? Nun gut, folgendes. Schlick, schlock, schlack. Schlacke die Kack. Du bist ein Kackkopf. Kack, kack, kack. Okay. Tolle Inschrift. Was soll das bedeuten? Selbst wenn Nummelfluss es dir verraten hätte wollen, hättest du ihm nicht geglaubt oder Diarius ihn vernichtet. Nummelfluss kannte Diarius' böse Absichten nicht. Und auch wenn dieser Krieg ganze Arten auslöschen sollte, hätten sich die Zuckermann und Numemon wieder erhoben, solange seine Majestät noch am Leben gewesen wäre. Er entscheidet sich, die Bedeutung für sich zu behalten und war stattdessen bereit, notfalls für dich zu sterben. Was für ein wunderbarer Stinkert von Digimon. Deine Geschichte hat mich gerührt, Scuffled. Nummelfluss, du hast meine Gedärme mit Freude erfüllt. Nummelfluss wird sich freuen, dies zu hören, Majestät. Die Inschrift der Krone ist mehr als nur simple Narretei. Sie ist magisch. Diese Worte haben meinen Kopf gesegnet, als ich den Thron bestiegen habe. Was? Scuffled, es scheint, du hast die Wahrheit erzählt. Du hast Diarios bösen Plan vereitelt, mich zu stürzen. Ich schulde dir eine Entschuldigung, Retter. Als Wiedergutmachung möchte ich dir einen Zuckermann als Partner zuweisen. Was für eine herrliche Antwort. Ich sehe, die Sprache unserer Sippe ist dir bereits vertraut. Nun gut, dann sag dem bärtigen Alten, dass ich hiermit die Besetzung der öffentlichen Toiletten für beendet erkläre. Wir stehen tief in deiner Schuld. Ich kann mich nicht genug für den Ärger entschuldigen, den wir verursacht haben. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Bitte nimm zum Ausgleich 50 Stück unserer besten Items. Geil. Nun muss ich mich verabschieden, Retter. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich irgendwann einmal wieder. Lebe wohl. Vielen Dank. Alle warten in Digimons Haus. Bitte kehre bald zurück und erzähle allen, was passiert ist. Aber könntest du vielleicht zuerst durch den Fluss in der weiten Hochebene warten? Ich stinke nicht. Ready? Nimm mich auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Oh Mann. So, ich muss mal mein OBS wieder aufmachen. Zack. Weiß ich, wie lange schon die Folge geht. Ah, cool. So, hat ja doch länger gedauert, als ich dachte. Ho, ho, ho. Hallo, du bist also zurück, Zero? Aha, ich verstehe. Unglaublich, dass die Zuckermann hinter all dem steckten. Naja, Ende gut, alles gut. Hervorragende Arbeit. Gut gemacht, Zero. Egal, was man dir vorsetzt, du erledigst alles wie ein Profi. That was great. Grandiose Arbeit, das war episch! Endlich muss ich keine mobilen Klos mehr schleppen. Huh? Was? Da zerre ich mobile Klos durch die Gegend und du löst einfach das Problem? What? Ich wollte auch mit den Numemon spielen, aber nicht mit den ekligen Zuckermon. Sind die denn wirklich so verschieden? Die Toiletten der Welt wurden befreit und alles ist wieder beim Alten. Klasse gemacht. Aber ganz ehrlich, du solltest ein Bad nehmen. Oder dich zumindest ans Fenster stellen oder so. Du hast das Add-on-Szenario Kampf der Schicksale abgeschlossen. So.
Danke für alles, was du getan hast. Diarius wurde vertrieben und die Entwässerung ist gesichert. Das haben wir allein dir zu verdanken. Kaoriel und ich werden weiter den Kaiser beschützen. Schau vorbei, wenn du mal in der Nähe bist. Bis dann. So, okay, ich würde sagen, ich... Wir müssen reden, sie wurden endlich wiederbelebt. Tja, Freunde, was genau wiederbelebt wurde, das erfahren wir wohl erst in der Folge morgen. Wir sehen uns morgen wieder und dann werden wir herausfinden, wer oder was wiederbelebt worden ist. Oh, haut rein, euer Zero. Tschüss.